ist. Wir haben uns da in einem Förderprogramm drum beworben und haben dieses Fahrzeug für uns vollkommen kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen. Auch das möchte ich eingangs zur Einleitung sagen. Federführend für das ganze Projekt ist das Collan Hildebrand Collan. Komm mal einen Schritt nach vorne, dass dich die Menschen mal sehen, weil nicht jeder kennt dich. Das Collan Hildebrand, die ist seit der Schließung des Schwimmbades, war vorher oben im Schwimmbad beschäftigt, seit der Schließung des Schwimmbades hier im Rathaus tätig und hat sich in vielen Bereichen eingearbeitet, viele kleinere Projekte übernommen, unter anderem auch dieses Thema Bürgerbus. Politisch gesehen ist der Bürgerbus ein wichtiges Mosaiksteinchen auf unserem sicherlich guten Weg, den wir beschritten haben, um unsere Gemeinde für die Senioren, für die älteren Menschen lebenswerter zu machen. Da hat die Gemeinde in den vergangenen Jahren ja viele Anstrengungen und Maßnahmen unternommen. Das habe ich so. Warte mal, bis die Wespe weg ist. Ganz, ganz besonders sind da die Projekte Port und das, die Seniorenarbeit mit der Kirche hervorzuheben. Und um dieses ganze Programm weiter abzurunden, haben wir uns eben dieses Thema Bürgerbus und das, was jetzt dahinter steckt, ausgedacht. Und da hat die Collan Hildebrand sich sehr intensiv mit beschäftigt und hat das auch sehr gut gemacht. Die kann uns gleich mal sagen, was der Bürgerbus jetzt die nächsten Tage so leisten soll. Wie gesagt, politisch ist das jetzt ein weiterer Schritt für unsere Senioren. Wir verbessern in meinen Augen die Möglichkeiten wesentlich. Und ich freue mich jetzt auch drauf, wenn das losgeht, das Projekt. Es ist ein kleines Projekt, gemessen an dem, was sonst so hier in Billingen passiert. Aber gerade dieses kleine Projekt hat so viele Feinheiten. Es ist deswegen ein ganz besonders schönes Projekt. Auch vorab bedanken möchte ich mich ganz herzlich bei vielen Menschen, die hier stehen, wo man im ersten Moment denkt, was haben die jetzt mit dem Bürgerbus zu tun? Das sind die wichtigsten Leute überhaupt für das Projekt, jetzt wenn es ins Leben kommt, nämlich die Fahrer. Der Bürgerbus wird Ehrenamtprogramm. Und die Fahrer, die heute hier stehen, der Detlef Ückert, der Erich Schnieder, der Karl Briel, der Reinhold Lohmer und der Michael Biedermann hat jetzt einen kurzen Klemmer. Das sind also ist ein Teil der ehrenamtlichen Fahrer, die sich zur Verfügung gestellt haben. Und auch in die Richtung mal ein ganz, ganz dickes Dankeschön. Denn das ist ein wesentlicher Teil des Projekts, dass das ehrenamtlich gesteuert wird, das Fahrzeug. Und diese Herrschaften stehen dafür bereit, um das zu tun, was uns die Collan Hildebrand jetzt mal erläutert, was der Bürgerbus machen soll. Ja, der Bürgerbus soll nach Möglichkeit überwiegend die Senioren aus den Ortsteilen nach Billingen bringen, um am gesellschaftlichen Leben mehr teilnehmen zu können. Zum Begegnungscafé sollen sie gefahren werden, wenn sie mal zum Arzt müssen, zur Apotheke. Gerade wenn man in den Ortsteilen abgelegener wohnt, wo man nicht die Möglichkeit hat, auf kurzem Weg oder zügig zu den Haltestellen des öffentlichen Nahverkehrs zu kommen, da soll der Bürgerbus helfen, dass die Leute dann von dort hier in den Ort gebracht werden können und mehr am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. In wie vielen Ortsteilen ist der unterwegs, der Bürgerbus? In allen, die zum Upland. Wie viele sind das denn? Ich komme jetzt aus der Westlich. Entschuldigung. Neun. Also man muss sagen, der Bürgerbus fährt keine Linie, es ist kein Linienverkehr, ersetzt auch nicht den ÖPNV, der ja auch hier in Billingen, in unserer Gemeinde, das müssen wir auch mal sagen, schon sehr gut ausgeprägt und ausgebaut ist. Das heißt, der funktioniert hervorragend. Der Bürgerbus, der soll in die Lücke springen, wenn es um Menschen geht, die eingeschränkt sind, die sich nicht mehr so bewegen können, die den ÖPNV eben auch nicht mehr uneingeschränkt nutzen können. Und da soll dann der Bürgerbus einsetzen. Funktionieren tut das so, die Menschen, die mit dem Bürgerbus fahren möchten, die melden sich bei der Collan Hildebrand hier im Rathaus. Telefonnummer können wir ja auch nochmal sagen, das ist die 401-166. Und dann können die sich anmelden und dann wird das von der Collan Hildebrand organisiert, beziehungsweise auch der Iris Wilke, ihrer Kollegin, wird das dann organisiert, dass der Bürgerbus die Leute abholt. Und wie das die Collan Hildebrand sagte, wir wollen erstmal so starten, dass wir Dienstags und Donnerstags dabei geblieben. Genau. Dienstag und Donnerstags, vormittags und am frühen Nachmittag Fahrten anbieten vom und zum Begegnungscafé.
Da können die Menschen dann einfach mal mitfahren, können sich dort mit anderen Menschen treffen, können dort was essen, was trinken und halt sich austauschen. Und eben, wenn in Willingen dann auch noch Arztbesuche oder ähnliches sind, dann kann man das mit abdecken. Ja, das ist so der Sinn und Zweck. Und dann wollen wir mal sehen, wir gehen das jetzt erstmal ganz locker an. Wir starten jetzt erstmal so mit diesem Grundangebot. Und dann wollen wir mal sehen, wie sich das weiterentwickelt im Laufe der Zeit. Und wir hoffen, dass wir das weiter ausbauen können. Sven, die wir brauchen einen Personenbeförderungsschein. Die Fahrer, hat die Kommune was dazu beigetragen? Für 8 Fahrer wird der Personenbeförderungsschein gefördert vom Land Hessen. Seit gestern ist er aber auch gar nicht mehr notwendig. Also der Personenbeförderungsschein an sich nicht mehr, nur noch die ärztliche Untersuchung für die Fahrer und ein Führungszeugnis muss eingeholt werden. Aber das ist neu. Das ist neu, seit gestern ist das erst, ja. Das ist aber auch für viele andere Bürgerbusfahrer hier im Kreis eine enorme Erleichterung, ja, jetzt. Ja. Ne? Auch Ehrenamtliche zu finden, die dann bereit sind. Genau. Auch für Willingen. Ja, wir haben wie viel jetzt 8 Personen gefunden, die sich bereit erklärt haben. Und ja, das finde ich toll, dass sich da. Kann man die anderen Namen noch sagen? Ihr seid zu 4 hier von den anderen, soll man die auch mit erwähnen? Oder nee, ihr seid zu 5 hier sogar, ne? Okay. Hast du sie alle im Kopf? Die Frau Beate Hempelmann ist noch dabei. Karl Göbel. Und Helmut. Helmut Schiefer. Ich ja auch für die Firma Helwig fahre und da, wo Geld verdient wird, da muss er ja sein. Ja. Sonst geht das nicht anders. Ja, aber war bisher aber auch bei den Ehrenamtlichen so, dass die den kleinen Beförderungsschein haben mussten. Mussten, ne? Sie. Quasi Taxischein, wie das ja, so genau. Offiziell heißt. Ja, genau.